Wir haben gestern unseren allerersten Run gemacht im Witchwood und ja, das ging ganz schön in die Hose am Ende, weil der so ein bisschen OP war, der vorletzte. Das war der vorletzte, traurigerweise. Und da war es nämlich OP. Gut, der Gobbles, den kennen wir ja schon. Wir hatten mit der Tracker gespielt, mit der Tess Greymane. Und mit dem Bavaro Roadrunner. Da haben wir den mal nicht gespielt, gell? Aber dankeschön für den 31. Wir haben mit der Tracker gespielt, die an sich ganz gut funktioniert hat, bis wir auf diesen einen Typen gekommen sind, der in Turn 4 einfach mal 7 Gnome gespawnt hat. Und dann war das eigentlich für den Arsch. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal mit der Tracker spielen, weil wir die Quest dafür haben. Allerdings machen wir es natürlich für euch so interessant wie möglich. Und wir werden als nächstes den Cannoneer bzw. Darius Crowley machen. Der hatte als Heldenfähigkeit Fire your Cannons if they kill any minions refreshed. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Aber ja. Let's do this. So, ich habe natürlich auch wieder einen frischen, saftigen, schönen roten Smoothie. Der wird mir jetzt hoffentlich jetzt stark machen. Ja, der ist perfekt geworden. Der beste, den ich je gemacht habe. So, wie ist das hier? Was ist das? Extra Powder. Your cannons do 2 extra damage this turn. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber das werden wir schon hinkriegen. Hallo, Apex. Darius ist richtig OP. Das werden wir ja sehen. Was ist das jetzt hier? Maneuver your field cannon to maximize its firepower. Ja, ja. Deal 1 damage to the enemy opposite of this minion. Ah, also funktioniert so ein bisschen wie Schach. Okay, ich verstehe. Also, opposite würde es dann auch bedeuten, wenn er hier steht und hier ist noch ein Minion, dass es dann beide trifft? Muss ja eigentlich. Wie viel Schaden machst du? Ein? Also erst einmal, ich würde es nicht jetzt machen, weil es macht keinen Sinn zu Hero Powern. Wenn wir jetzt hier erstmal schauen, dass wir Bot Control kriegen. So, jetzt müsste ich doch theoretisch beide treffen, oder? Funktioniert das so? Okay, es macht offensichtlich einen Schaden. Und wenn ich das mache, your cannons do 2 extra damage this turn. Also macht er 3 Schaden auf alles, was gegenüber von ihm ist, was Hero Powern angeht. Das ist natürlich nicht uninteressant. Nur jetzt einfach hier Face. Ja, er muss ja traden, da kommt er ja gar nicht drum rum. Trifft natürlich den 1-1er. Spielt aber keine Rolle, denn er ist tot. Mit Bash. Warum nicht? Hey, Throne, grüß dich. So, also, das System haben wir schon mal verstanden mit dem Crowley. Mal gucken, was da noch so geht, ne? So, start with an extra Mana Crystal. Your Minions cost 5. Und Enemy Minions cost 1 more. Ich weiß nicht, wie gut mit ihm passiv ist. Ich würde eigentlich eher sagen, dass ich schaue, dass seine Minions mehr kosten und ich versuche so eine Art Tempo-Worry zu machen. Ich glaube, so hätte ich das ganz gerne. Okay, Dragon. Wie viele Dragon haben wir schon? Nicht wirklich viele. Medic Raider. Oh, das macht natürlich Sinn mit der Hero Power, ne? Oh, Leute, das macht schon Sinn, weil wir die ganze Zeit Hero Powern werden. Ich glaube, das probiere ich mal. Griselda paid a price for crossing me. Ach, Griselda, watch those lips. She'll kiss about anything. Okay, und Witch Kiss. Transform a random minion into a 0-1 with Frog with Taunt. Also Hex für 2 Mana auf einen random Minion. Autsch. Okay. Hallo Lulu! Heute in meinem heutigen Smoothie ist im Endeffekt dasselbe wie gestern drin, nur deutlich mehr Erdbeer, deswegen ist der auch rot. Also was wir jetzt quasi machen mit dem Deck, wir machen einen Inspire Worry. Ne? Real knight.
Spaß. Smooches! Könnte sie theoretisch den Frog auch in einen Frog verwandeln? Muss ja eigentlich, oder? Nein, warum den Affen? Warum tut sie das? Ah, und wenn kein Gegner im Weg ist, logischerweise macht das Ding Face-Schaden. Ich verstehe. Ah, Frosch wird zu Frosch. Das mag ich. Die ist harmlos. Alles cool. Die ist harmlos. Alles cool. Oh yeah, nice. I like. Varys, es muss Pech sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die eigenen Minions auch targeten kann. Da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. So, dank des Positionings hat die Kanone am Minion vorbeigeschossen und wir haben Lethal. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. So, Slam Brawl, Gorehole, Armorsmith, Armorsmith, Ellie, Armorsmith, Militia Commander, Swift Messenger und Leroy. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das mit Brawl gar nicht so kacke finde. Alleine, wenn hier wieder irgendwelche 7 Minions auf dem Board für nix kommen. Warum nicht? So, wer ist denn bitte Wargarbl? The Witchwood's curse has not been kind to the local Murlocs. Draw 3 Murlocs from your deck. It's a rain and fin. Ach du Scheiße, okay. Und Murloc Overload. Gut, dass wir Brawl haben. Was ist der Gute? Darius versus Wargarbl. I am in position. So. Stimmt, Enemy Minions cost one more. Ist ja echt gut, ne? Ja, wollen wir es auf dem Board haben. Unite the Murlocs, ja, macht Sinn. Macht erstaunlich viel Sinn. Okay, der müsste doch relativ einfach zu fatigen sein, oder? Also bei dem Charakter, den wir spielen, ist halt Positioning sehr wichtig. Guck mal, 3 Mana für einen Tidehunter. Das ist halt echt lame. Okay. Positioning ist gut. Dann machen wir das nämlich so. Ah, if they kill any minions, refresh this. Ach so, oh, das ist ja mega OP. Das ist ja mega OP. Dann kann ich ja jetzt Slam spielen, das Ding killen und könnte es rein theoretisch nochmal. Holy shit, man. Das ist nice. Ja, wer kann nix? Easy. Tiny Finn. So, und jetzt gucken wir uns das mit dem Extra Powder mal an, weil wir haben nahezu gewonnen. Ja, Positioning ist wichtig. Das macht jetzt 3 Schaden, wenn ich das richtig verstehe. Geil. Ich könnte es rein theoretisch nochmal einsetzen. Das ist sick, Leute. Das ist echt sick. Cool. Nicht uninteressant. Ja, ich mag seine Fähigkeit. Da kann man gut dran denken, ne? Der ist super. Hast doch selber schon die Erfahrung gemacht, oder nicht? So. Beastary. Fill your board with copies of random minions from your opponent's deck.
Okay, das klingt mega krank. Grizzled Reinforcement, summon an extra cannon. Alter. Und the Plague of Murlocs, give your minions death rattle, summon a random Murloc. Also Plague of Murlocs finde ich nicht so geil. Beastery klingt an sich mega geil, wie ich das super gerne hätte. Aber sie, ein extra cannon. Boah, das klingt schon mächtig. Ich denke, das will ich haben. Lich King und Double Vogue Cleaver. Holy moly. Summon a 2-1 Poisonous. Das ist eigentlich ganz gut für uns. Eine Hero Power costs 1. Oh mein Gott. Das klingt so lecker, dass ich auf Lich King und Vogue Cleaver verzichte. Bloodwitch Greta. Magic is powerful in her grove, but it comes at a cost. Blood Red Apple. Passive Hero Power spells cost health instead of mana. Mon KS. Okay. Mhm. Monsterhand ist definitiv schwerer. I am in position. Definitiv, ja. Okay. Okay, ich habe hier ein Traumplay. Bash kostet mich nichts. Dann das, dann das. Board clear und gebufft. Reality woven. Okay. Wisst ihr, was geil ist? Naja, ne, scheiße, fehlt uns ein Mana, vergesst das. Okay, das müsste passen. So. Ja, der Rusa, das könnte ungefähr hinhauen. Weil es keine Tiere sind. Das kann sein. Oh Gott, was könnte denn das sein? Also, jetzt habe ich eigentlich genügend, um ein richtiges Traumplay zu machen. Das, was ich im Summoner, kommt immer dahin. Das heißt... Nein, das ist gar kein Traumplay. Weil die rutscht ja dann auch ein. Naja, aber da ist trotzdem dann nicht dumm. I will be your doom. Ready? I will be your doom. Oh, das ist interessant. Das ist ja nicht uninteressant. Okay, kann man mal so machen. Schon geil, wenn die Gegner Minions wieder alle so viel kosten. Ich gehe hier Full Face, oder?
denke mal. Okay, und Fire Lord. Wenn ich das jetzt so mache, dann die Hero Power drücke, dann die Maiden spiele, dann kann ich die Hero Power nochmal drücken. Zuckerplay! Zuckerplay, okay. I enjoy raiding. Nichts machen, glaube ich. Das ist ja Lisa. Das ist nicht mehr Lisa. Aber nicht schlimm. Ja, da muss man einfach face gehen. Ist das jetzt schon wieder? Das ist doch jetzt kein Eisblock, oder? Bingo! So stelle ich mir das vor. So, wir kriegen einen Marshdrake. Schon wieder. Und noch ein Brawl. Whirlwind Brief Grim Patron. Oder Pirates. Mann, die Auswahl ist echt mies. Wir probieren mal das. Oh, Zephira Dusktalon. Even your own magic can be twisted by these woods. Passive Hero Power, Tangled Wrath. Whenever your opponent casts a spell, draw a spell from your deck. Okay. In position. You go no farther. Hagatha commands it. Okay. Okay. Okay, und die Bierpyramide wird mir gerade vorgeschlagen von Amazon Faro. Was ist denn die Bierpyramide, bitte? Ah, lol, ist die Bierpyramide sowas wie die Todespyramide, wie wir das spielen? Oh Gott, warum denn jetzt ein Egg? Okay, na, da muss man sich Spielkarten merken. Das kann es schon mal nicht sein. Naja, man, das ist ganz anders. Na, Tempo Warrior und so. Oh Gott, die spielt nur mit Eiern. Muss mir kurz einen Wecker für was stellen. So.
Wenn man das jetzt so richtig... Oh mein Gott. Wo sammeln wir die denn? Das ist egal. Wir machen das mal hier, weil dann schießt er dran vorbei. Ich kann weiter face gehen. Fuck. Gott sei Dank, das schwächere Minion. Ach du Scheiße. Okay, jetzt schauen wir uns das mal mit der Cannon an. Die Hero Power kostet dann nur 1, wenn sie auf dem Feld ist. Das heißt, ich kann das jetzt nahezu unendlich oft machen. Das ist schon ziemlich sick. Weil das killt ja jetzt 1. Dann stirbt das nochmal. Dann traden wir hier rein. Schießen und gehen face. Interessant, ey. Ich mag das Play mit dem. Da muss man echt verschieden... Au. Au, jetzt hat mein Fuß angehauen. Mein Knie angehauen. Au. Ich mag das, weil man mit dem echt interessante Plays machen kann. Der Windfury-Scheiß ist aber unnötig, Mann. Okay, wir breaken das Eck sowieso. Traden dann da rein und machen das Ei, machen den Dino kaputt. Wisst ihr, warum ich das saugern mag? Weil man extrem viel nachdenken muss über das, was man tut. Und das finde ich saugeil. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber nicht wirklich schlimm. Mal eben 7-7er draus gemacht. Wie viele Karten hat die noch? Oh, zu viele. Okay, Claw bringt dir eigentlich aktuell gar nichts. Nice. Oh, die Buffs sind sick, Mann. Oh, die Buffs sind 10-10er. Jo, und bitte. Scheiße, mit dem Ding wäre Lethal gewesen. Ich hätte Lethal gehabt mit Extra Powder. Du hast den rechten Arm nach oben. Oh, wow. Haha, verwitzig. Ah, okay. So, pass auf. Sie soll ruhig drawn. Wir traden... Warte mal, wenn ich das jetzt hier mache... Ey, dann sterben ja alle. Oh, schau dir die Buffs an! Schau dir die Buffs an! Wie geil! Ja, einfach nur mit der scheiß Cannon so hart geklärt, ey. 1990er Raider. Nils. Ja, Maki, das Neue, der ist gestern rausgekommen. So, Set of Summoning. Your minions cost 5, cost 5, das bringt uns gar nichts. Pillage of the Fallen. Whenever your minion is destroyed, equip a random weapon. Whenever your weapon is destroyed, equip a random weapon. Das ist endgeil. Allerdings ist das First Aid Kit auch super stark, wegen dem ganzen Buff-Zeug.
Also ich finde Pillage of the Fallen eigentlich recht geil, aber First Aid Kit ist einfach so viel besser, weil wir haben die ganze Zeit Sachen, die gebufft werden durch Mugglers Champion, durch den Raider. Und wenn die ganze Zeit geheilt werden, jeden Turn um 2, dann stelle ich mir das richtig sick vor. Auch wenn natürlich Endless Weapon auch sehr geil wäre. Ja, Shirash, Vryn und Kältesatz, Ghoul, Defender, Brave, Reaper, Reaper, Brawl, Legends. Bisschen Late Game noch, ne? Face the wrath of this tormented earth. Kragtor, rise! Okay, und der Kragtor. Seeds seen from hatred, sustained by dark magic. One with the tree, zero power, reduce the cost of minions in your hand by one. Okay, also einen gibt's ja im Dungeon Run schon. I am in position. A rolling stone gathers no moss. Join the pack. Okay, schauen wir uns mal an. Zanui, danke schön für den 5. Halt an den Halt. Ich brauch so früh wie möglich die zweite kennen, die ist echt sick. Oh Gott, Rampen to Down. Maki, das werde ich. Ach du Scheiße. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass bei dem jetzt hier gleich Feierabend ist? Achso, es hat wieder normal 3 gekostet, nur weil es ja reduziert wurde. Stimmt, da war was. Ja, so krass wie möglich Face eigentlich, ne? Wir müssen den jetzt recht niederrushen. Ach du Scheiße! Das kostet ihn ja gleich alles gar nichts mehr. Oh, das Placement habe ich jetzt ganz schön verkackt. Okay, das Placement habe ich jetzt gerade verkackt, scheiße. Ganz schnell Muckel auf dem Feld. Brauchen ganz schnell Muckel auf dem Feld. Gott, er rammt. Ach du Scheiße. Mankas. Okay. Who do you want?
meine, ich habe Brawl, aber... Scheiße. Scheiße, hätte ich das anders gemacht, hätte ich den jetzt mit der Hero Power auch noch killen können. Shit, ich muss das noch ein bisschen verbessern mit der Hero Power. Fucking hell, Mann. Gottes Willen, ich glaube, das schaffe ich nicht. Raise the earth, spread the seeds. Wie schreibst du bitte Highlighten, Nenad? Ich habe keinen Schimmer, ob ich das überleben soll. Kein Schimmer. Ich hätte brawlen müssen, aber es hätte mir auch nicht viel gebracht. Puh, da haben wir ganz schön auf den Latz bekommen. Ich habe keinen Brawl gespielt, weil es das einfach nur hinausgezögert hätte. Ich hätte keine Chance gehabt gegen ihn. Den musst du töten, bevor der fertig ist mit der Quest. Das ist ganz einfach. Also, da hast du nicht.